Ja, hallo, liebe Zuschauer. Leider gibt es auch heute wieder einiges zu berichten aus den letzten Tagen bezüglich der biblischen Endzeit. Hier haben wir eine Geschichte wieder aus Israel. Wir wissen, das ist das Allerwichtigste. Ja, hier geht es mit Persien in die nächste Runde, ne, Iran. Und ja, ich gehe hier mal rein. Moment. So. So, folgendes. Ich werde das jetzt so nicht übersetzen, aber ich werde euch kurz erzählen, worum es geht. Und zwar, das ist hier der liebe Amir Zarfati. Er hat auch einen eigenen Videokanal. Er ist selber Israeli und er berichtet teilweise aus Israel, teilweise aus Amerika. Er ist auch ein großer Kenner der ganzen biblischen Prophetie und auch natürlich der politischen Zusammenhänge dort in Israel. Und er sagte jetzt Folgendes, also er hat auch Insiderwissen aus der israelischen Regierung, ja. Und ja, er sagt, dass die Israelis in den letzten Tagen eine Nuklearanlage angegriffen haben in der Nähe von Teheran, 30 Kilometer entfernt von Teheran. Eine Anlage, wo man vermutet, dass dort nukleare Stoffe gelagert werden. Und das sei eben durch die israelische Luftwaffe irgendwie oder durch Raketen der israelischen Streitkräfte bombardiert worden. Und dazu sagt er auch noch, dass es Cyberangriffe gab auf das iranische Radarsystem. Und das wurde mit diesen Cyberangriffen eben ausgeschaltet, damit dieser Angriff überhaupt notwendig war. Ja. Und er sagt eben auch, dass für die Zukunft, für die nahe Zukunft, jetzt auch die Militärs oder auch die Regierung in Israel überlegt, größere Militäraktionen zu starten gegen Iran, gegen Persien. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Persien ein Bündnispartner ist des Gog-Magog-Krieges aus Hesekiel 38, 39. Nochmal, die Bibel ist kein Märchenbuch. Was da drin steht, wird auch passieren. Ja. Und ja, wir sehen, dass sich das jetzt entwickelt. Ja, also auch da gibt es Updates und er sagt auch hier Amir Zarfati, dass er hier Freitag auch, also heute auch noch mehr Informationen preisgibt, beziehungsweise dass es dort ein Update gibt. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Ja, das ist die eine Geschichte. Dann gehen wir weiter und sagen, hier gibt es Gerüchte des Krieges. Wir erinnern uns jetzt an Matthäus 24 oder auch Lukas 21. Ja, und die Endzeitrede eben Jesu Christi im Neuen Testament. Wir werden von Kriegen hören und wir werden auch Kriegen erleben. Und hier spitzt sich auch die Lage zwischen Taiwan und China zu. Ja, also hier wird geschrieben, dass Taiwan, also warnt seine eigene Bevölkerung, dass sie sich vorbereiten sollen auf einen militärischen Konflikt mit China. Ja. Ja, das ist natürlich dann auch, wie soll ich sagen, weltkriegtauglich, ja? Weil natürlich der Westen, die USA unterstützen Taiwan. Ja, auf der anderen Seite haben wir ja, hatte ich ja schon gesagt, wir hatten ja bis zu 30, manche sagen 20, manche sagen 30, bis zu 30 Kriegsschiffe der Russen im Pazifik patrouillieren, auch teilweise direkt vor Hawaii. Ja, da sind U-Boote und Schiffe gesichtet worden, 35 Meilen oder Kilometer, weiß ich jetzt nicht, eher Meilen
vor Hawaii gesichtet worden. Ja, also auch dort spitzt sich das so ein bisschen zu. Ja, also es ist, ich muss ja immer daran erinnern, alle, dass das hier biblisch ist. Ja, wenn wir das nur weltlich sehen, ist das schlimm genug, aber wir müssen das eben in diesem biblischen Zusammenhang sehen und wir stellen fest, aha, das ist alles schon vorausgesagt. Ne? Das ist aber, wir können jetzt nicht sagen, ja, weil es in der Bibel steht, wird es so gemacht. Ja, weil natürlich auch schon im Alten Testament ganz viele Dinge geschehen sind, also Prophetien eingetreten sind. Da gab es noch keine weltweite Vernetzung und die Leute kannten sich dort nicht und trotzdem ist es eingetreten. Ja. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen, müsste man auch mal eine Sendung drüber machen. Ja, also hier geht's weiter. Folgendes. Sehr eigenartige Situation. Und zwar hatten wir vor einigen Tagen, hatten wir, dass die US Navy eine, ja, eine Riesenexplosion hier gestartet hat. Mit einer riesengroßen Sprengkraft. Man spricht hier von 20.000 LBS. Ich weiß nicht, was das umgerechnet ist. Also eine riesengroße Explosion. Hier ist ein großes Militärschiff, wahrscheinlich ein Flugzeugträger. Genau, hier steht es auch, USS General Air Ford. Also dieser Flugzeugträger, in der Nähe dieses Flugzeugträgers wurde diese Explosion ja, veranlasst und um eben zu testen, wie sich das auf dieses Schiff auswirkt. Naja, das war 100 Kilometer vor der Küste Floridas im Atlantik. Also nur 100 Meilen vor der Küste Floridas und es gab daraufhin auf jeden Fall auch ein Erdbeben in Florida. Und ja, und danach passierte wahrscheinlich infolgedessen Folgendes. Ja, wir haben hier in Miami ist ein 12-stöckiges Gebäude zusammengefallen. Ja, es ist kollabiert. Hier kann man mal die Ausmaße sehen. 12 Stockwerke, ein Wohnhaus. Ja, wenige Stunden später, ich glaube etwa 12 Stunden später. Es ist ja auch ein Erdbeben registriert worden nach der Explosion dort im Atlantik vor Florida. Und ja, wenige Stunden später ist dann auch dieses Haus hier, dieses Hochhaus implodiert. Ja, man rechnet mit mehreren Toten. Ein 10-jähriger Junge ist aber Gott sei Dank auch hier gerettet worden aus dem Schutt. Ja, schlimm genug. Ja, nur wie gesagt, wenn man natürlich hier ein Erdbeben, wie soll ich sagen, auslöst. Ja, und da muss man natürlich damit auch rechnen. Florida ist nun mal ein sehr flaches, ist ja eine Landzunge zwischen Atlantik und Golf von Mexiko. Ja, mit wahrscheinlich hohem Grundwasserspiegel, sehr sandig und schlechter Baugrund. Ja, und hohe Gebäude auf so einem Baugrund, das ist immer schwierig, wenn es dann Erdbeben gibt, dann sind diese Gebäude sehr gefährdet. Ja, wenn sie nicht vernünftig, ja, gegründet sind. Ja. Ja, ob das hier ein Zusammenhang ist, weiß ich nicht, aber es steht eben auch in der Bibel, dass wir von Erdbeben hören werden und ja, dass sich das eben diese Lage dort auch verschlimmert. Ja, dann habe ich noch eine Sache und zwar hier aus Europa, nicht weit weg, Tschechien. Ihr habt da vielleicht schon von gehört. Unwetter, Zerstörung in Tschechien, Tornados, Riesentornados, wie wir sie eigentlich nur aus den USA kennen. Jetzt auch in Europa, hier in Tschechien. Mal eben hier dieses Video mal starten. Moment.
Also wie gesagt, diese Bilder kennen wir eigentlich nur aus Amerika, aus dem Mittleren Westen, Nordamerika. Riesentornado, Riesen Zerstörung in Tschechien. Mehr als 5 Tote hat es schon gefordert. Und riesengroßen Sachschaden natürlich. Ja. Also wer jetzt noch nicht zu Jesus Christus gekommen ist, der möchte bitte sein Leben übergeben, weil das ist hier, ja, wie soll ich sagen, das ist kein Klimawandel, sondern das sind die Anfänge Gottes Gerichts. Ja, liebe Zuschauer, findet zu Jesus Christus, weil es wird heiß. Okay, wenn es Neues gibt, werde ich mich melden.